Hi, hier ist wieder Tru, Tru, und hier ist jetzt mein zweites Video von Schatten der Finsternis 2. Ich muss jetzt ein wenig leiser reden als sonst, weil sonst kommt wieder Mutti und sagt dann so, ich bin zu laut, und dann wecke ich sie auf und kriege ich wieder Ärger. Und ich habe gerade den Chat offen. Entschuldige mich kurz. Wie schreibt man zufrieden mit V? Ne? Ja, okay. Klicke ich das mal wieder weg. Okay. Ihr habt mir so viele Kommentare geschrieben. Und obwohl das ja so mein erstes Video war, ich habe wieder vergessen, die Stoppuhr zu stellen. So, das zeige ich euch aber diesmal nicht. So, habt mir ganz viel, jetzt habe ich wieder gestoppt, die Stoppuhr. Also ganz viele Kommentare, so, obwohl das so mein erstes Video war. Und findet das toll, findet mich irre geil, weil ich bin ja auch irre geil. Und sagt allen weiter, sie sollen mich abonnieren, weil ich brauche Abonnenten. Das sagt so alles über mich aus und so. Und weil ihr das so toll findet, dachte ich mir so, ja, dann mache ich jetzt so ein Special, so ein Abonnenten-Special oder so. Und mach so lala, so diese Lala-Videos hier, wie von German Let's Play. Also hier so zu der Musik hier von Schatten der Finsternis 2 von Ankluas. Also hört ihr jetzt so, und da mache ich jetzt mal so la 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 la. Na, okay, gut, ich fand das ziemlich gut. Aber wie gesagt, ich muss ja leiser sein, weil sonst kommt wieder Mutti. Ne? Und dann sagt sie wieder so, du Tru, warum tust du denn, bist du denn so laut? Kennt man ja gar nicht von dir. So, normalerweise sitzt du den ganzen Tag vorm PC und frisst dich mit Cheeseburgern voll, und dann hältst du einfach die Fresse. Naja, ist halt so. Und okay, dann spiele ich hier mal weiter. Mike ist Vampir und Stufe 10. Ich habe jetzt aber nicht gelevelt. Komisch, na gut. Schlange, okay, dann gehen wir mal in so einen Kampf hier. Und man drückt jetzt so Enter. Ich glaube, Mike ist aus Teil 1. Also Schatten der Finsternis 1, weil das Spiel, das hat einen Vorgänger. Die Musik ist auch ganz gut, finde ich. Nur da, da, oh, Antivir hat sich angeschaltet. Das ist jetzt ganz doof. Das muss ja nicht sein, das ist scheiße. So, wir haben die Schlangen getötet. Die Feind wurden besiegt. Ja, ist auch richtig so, aber das aber irgendwie Rechtschreibung ist voll scheiße. Es ist irgendwie alles voll scheiße. Okay, hier sind noch mehr. Und wir müssen nicht stark sein, weil wenn wir nicht stark sind, dann sind wir schwach, und das ist voll scheiße. So, dann drücke ich mal hier so. Und ja, kann man nicht viel erzählen. Irgendwie hätte ich jetzt gern Kekse. Ja, also, wie gesagt, das ist ein Spiel mit Schlangen. Haben wir Techniken? Blut? Schild des Bären. Das klingt scheiße. So voll. Kritischer Schlag. Nö, das. Nö, nö. Nö, 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 nö. Also, hat ja auch so mal geklappt und so. Okay, dann. Nee, nee, wir sind so, och, na gut, dann gehen wir noch in den Kampf, und
Da können wir ja auch. Oh, können wir mal so ausprobieren. Und dann, ja. Also ihr seht schon, es ist auch ziemlich scheiße gemacht. So, weil es ist ja so. Ne? Also, weil ich bin ja Let's Player und was ich so sage, dass wenn ich das so sag, dann muss das ja auch so sein, weil ich bin jetzt auch Let's Player, weil ich habe so ein Video gemacht und ne, weil und so. Ich muss mich beeilen. Ja, den kenne ich noch aus Teil 1, da habe ich mal einen Screenshot gesehen. Also so Bild von einem Spiel, so Screenshot, weil weiß ja nicht jeder, was ein Screenshot ist. Und deswegen muss ich das so erklären, also drückt dann so auf die Drucktaste und dann fügt man das in irgendeinem Programm ein, was das ist, weiß ich nicht, und dann speichert man das ab und dann hat man das Bild von einem Spiel und das ist dann Screenshot. Ja, okay. Dann, also Maskern? Wo bleiben die nur? Sie wollten doch schnell wieder zu Hause sein. Maskern, sag bloß nicht, du machst dir Sorgen. Was kann ich dafür, dass ich den Mike mag? Na, wir warten noch eine Weile. Das klingt irgendwie komisch, aber so ganz komisch. Mein Papa redet auch immer so mit mir. Find ich komisch. Und irgendwie scheiße. Ein Avatar-Magier meines Wissens müsstet ihr doch vernichtet sein. Maskern, du bist der stärkste Vampir, den wir kennen. Und unser neuer Meister hat mich geschickt, um dich zu vernichten. Mach dich auf deinen endgültigen, Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut, endgültigen Tod gefasst. Da vertraut man dem Mike und dann erfährt man für die Ente, dass er mich angelogen hat. Es wird meine Freunde sein, dich zu töten. Wie, der ist jetzt mit dem befreundet? Das ist komisch. Ich dachte, der will ihn töten. Naja, gut, das ist jetzt auch egal. Wir machen mal ein Ziehen Blut, ne, weil das hat auch schon so bei Vampire's Dawn geklappt. Keine Chance gegen uns. Kannst du bitte in deinem Bett träumen? Dass ich träume, wie du willst, dann muss ich dir zeigen, dass ich nicht träume. Apokalypse. Ja, das hat jetzt was abgezogen. Und dann, ja, Sturm aus Wasser bellen, klingt doch auch ziemlich gut. Und ich glaube, ich bin wieder ein bisschen zu laut. Ich hab, nicht schlafen, genau, ja. So wie Mutti und Papi gerade schlafen. Sind ganz schön laut drüben. Ich glaube, Mutti hat Schmerzen. Ich krieg das jetzt hier einfach mal so weiter. Irgendwie interessiert nicht. Also mich interessiert das irgendwie nicht. Und wenn ich das so sage, dann ist das ja so, weil ich bin ja Let's Player, so seit heute. Und weil es so ist, dann, okay, das war jetzt sogar ein bisschen cool. Und, na gut, wir greifen dann mal so an. Ja, Wassersturm klingt auch gut. Maskern, Mike, da bist du endlich. Was macht denn ein Avalon-Magier hier? Warum hast du mich angelogen, Mike? Ich habe nicht gelogen. Nebenbei, Marina ist nicht mehr ein seltsames Wesen, hat sie getötet. Sie war eh schwach, mich schmerzt Verlust nicht. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt zunichten zusammen schaffen wir das. Auf geht's. Ja. Okay, es ist hier so der Kampf. Und so ganz nebenbei. Oh! In dieser Stimme kann ich ja überhaupt nicht Let's Playen. Upsi, da wurden wir angegriffen. Na, so ein Ding aber auch. Okay, das war's erstmal von True mit T-R-U. Soll das auch endgültig von ihm gewesen sein. War ja lustig genug. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn so diesen True ins Leben zu holen. Ist auch ein Gesetz von Die letzte Schlacht der Elfen. Alle kehren zurück, alle kehren ins Leben zurück. Naja, auf jeden Fall. Von True hört ihr jetzt nichts mehr. Und
Ich beende diesen Schnickschnack jetzt an dieser Stelle. Mir hat dieses Spiel jetzt, nein, nicht das Spiel, sondern diese ganze Aufnahme, schon Spaß gemacht. War mal ganz lustig, wie soll ich das sagen? Ein Noob, also einen richtig noobigen Noob, zu imitieren. Auf die Dauer ist es aber auch ganz schön stressig, ganz schön ekelhaft. Sicherlich auch für euch, habe ich auch aus den Kommentaren rausgelesen. Also genug davon. Ich muss tatsächlich etwas leise sprechen, denn es ist schon sehr spät. Nicht, weil die Mutti hier irgendwo ist. Nein, ich wohne nicht zu Hause. Auf jeden Fall genug davon. Also, genug von True. Wieder zum TrueMG. Und das war's von diesem Spiel auf jeden Fall. Ich gehe jetzt wirklich in meine klitzekleine Pause. Auch wenn das jetzt irgendwie Spaß gemacht hat. Und dann erhaltet ihr pro Tag ein Video von Dreamland R. Und danach werde ich wie gewohnt weiter aufnehmen. Und auch Schatten der Finsternis 2 wird sich dazu gesellen. Aber ich werde es nochmal von vorne spielen, in meiner gewohnten Art und Weise. Also, denkt an dieses Spiel, denkt an mich, wünscht mir viel Spaß und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß mit den kommenden Videos, die ihr dann in der nächsten Zeit sehen werdet von Dreamland R. Ja, gut. Das war's dann tatsächlich von dieser Seite. Oh Gott, ich verlerne schon das Sprechen, das muss an diesem noobigen Noob gelegen haben. Okay, das war's von meiner Seite. Euer TrueMG, ich meine... Euer True... Tschüssi. Abonniert mich, ich bin auch ein Let's Player.